Hey, this is Alex Head, founder of Subtext Radio. This is Subtext. Please go ahead and click the like button and the subscribe button. It really helps us to reach new audiences and promote the artists that we work with. Hit like and hit subscribe. Also herzlich willkommen zu unser krasses Stück Bad German. Ich soll ein paar Worte geben als Erklärung. Ich bin sozusagen allein heute hier im Studio als Deutschredner. Das heißt, euch muss mich enttragen. Tut mir leid. Aber wir haben viele, viele Aufnahmen, die von Chemnitz, von DIY Church und auch natürlich ein paar von der sogenannten Stück Heimat deine Schnauze, das wir hier entwickelt und realisiert 2 Wochen vor. Shoutout Theater X. Also ich bin irgendwie der Botschafter. Wir hätten diese Woche der Frau Therese, sie hat probiert, im Europäischen Union irgendwas zu erklären und was zu schaffen, hat nichts passiert. Also ich bin irgendwie der Botschafter, das heißt the Ambassador. Also for the English speakers in the room, as Ambassador, I'd like to offer you some Ferrero Rocher. And, hand these out. Also probieren nochmal mit Freddy, der Freddy als Ambassador, als Botschafter von Großbritannien in Deutschland. Vielleicht können wir mehr machen. Vielleicht können wir was alles erklären und irgendwie nett miteinander sein. Mal sehen. Okay, so, also was ich will sagen, also Grundpunkt, was sehr wichtig ist, finde ich, ist über Kontext, historisches Kontext, der Kontext über Identity Politics, Homeland. Das hat viel zu tun mit dem historischen Kontext, in meiner Meinung, und das geht auch für die vorgehenden Auseinandersetzungen. Also, was heißt denn Bad German? Ich finde das irgendwie ein krasser Titel und ich würde das gerne ein bisschen erklären. Natürlich, so euch sagen, so euch hören kann, das klingt ein bisschen komisch, von einem Engländer Deutsch zu hören. Und das heißt dann, Bad German ist immer, also das erste Punkt ist mein Deutsch, also wie ich Deutsch rede, das sehr Spaß für die Leute bei Theater X ist.
Das heißt auch, I mean, bad German ist auch ein einfaches Wort zu sagen. Es ist immer einfach, einen Schlag über die Deutsche zu stecken, zu machen, zu schlagen. Wegen des Zweiten Weltkriegs natürlich. Und ich finde das auch ein bisschen zu einfach. Aber es gibt natürlich auch viele von den Rexist-Streamers, Neonazis oder NSU und so weiter, die eigentlich die schlimmste Deutsche sind. Ne? Und das ist irgendwie unser Thema, also ein bisschen Ambiguity zu haben und auch eine starke Stelle zu finden und wie wir irgendwie wiederkämpfen zu dem Rexist streamen kann. Das heißt, haben wir ein paar Aufnahmen, wie gesagt, von Chemnitz. Und wir haben ein paar Interviews gleichzeitig in so einem zweiten Studio. Wir kommen zu dir später auch. Zurückgezogen, da bin ich mehr als einmal gefragt worden, wie man es denn hier überhaupt aushalten kann. Und ich habe dann versucht zu erklären, dass ich in einer gewissen Weise so eine Stadt wie Chemnitz viel interessanter finde als Berlin, weil so eine geschichtliche Spannung unter der Oberfläche liegt, die ich dort nicht so mitkriege. Ja, weil es hat wirklich was mit Geschichte zu tun. Da habe ich das Gefühl, da ist der Osten sozusagen wie so ein Kraftwerk, wie so ein Verdichter, wie so ein Konzentrator. Und das ist nicht immer schön. Geschichte ist selten schön, aber es ist, aber ich hatte sozusagen das Gefühl, irgendwie etwas näher an der gesellschaftlichen Wirklichkeit oder sowas ja, dran zu sein. Das war aber kaum zu vermitteln. Das war ein Eindruck, den ich auch schon am 1. Mai hatte und wo ich ja mit vielen Leuten an dem 1. Mai, aber auch danach gesprochen habe und ja immer wieder versucht habe, vor so einer gewissen linken oder Mitte-Links Selbstgefälligkeit zu warnen. Nächste Haltestelle, Zentralhaltestelle, zentrale Umsteigestelle. Hallo, ich bin die Tine, leite das Lokomov. Wir sind eine Bar und alternative Kultureinrichtung am Fuße des Chemnitzer Sonnenberg. Der Sonnenberg war abgeriegelt. Gibt es uns seit 6 Jahren oder 6,5 sind es jetzt schon. Und naja, im Großen und Ganzen versuchen wir natürlich auch ein schönes Kulturprogramm hier zu bieten, um den Sonnenberg zu beleben und bunt zu machen praktisch. Ne? Ja, also ist unsere Aufgabe mit, weil es hier ja schon komische Strukturen gibt. Und wir versuchen ein breites Programm aus verschiedenen Bands, Konzerten, Lesungen, Filme, eine Jam-Session haben wir, alle möglichen alternativen Musikrichtungen. Ja. Kannst du ganz kurz vielleicht, wie viele seid ihr? Die hier arbeiten momentan 5. Okay, und wie hat sich das zusammengesetzt? Einfach so wie ein Verein oder? Es war mal ein Verein, jetzt ist es eine Firma praktisch. Okay. Die sich, ja, und naja, die Mitarbeiter habe ich halt mal, also alle, die jetzt da sind, eigentlich neu eingearbeitet, aber das ist schon ein paar Jahre her und jetzt sind wir ein ziemlich festes, gutes Team mittlerweile. Da waren, glaube ich, an der Demonstration vom Dritten Weg
der hier durch den Sonnenberg marschiert, ist so ungefähr 1000 Leute beteiligt. Und bei den Gegenveranstaltungen waren dann so ungefähr 2000 oder 2500 da. Na, jetzt, ich gehe, also wenn sie in Chemnitz Gegendemonstrationen sind, bin ich natürlich immer dabei. Und letztens, als die Nazis direkt vor unserem Haus langgelaufen sind, haben wir auch große Plakate geschrieben, haben irgendwie die rausgehalten, haben unseren aktiven Gegenprotest gezeigt. Und soweit es möglich ist, haben wir immer versucht, die zu blockieren. Die Demos ist natürlich auch aufgrund unserer Polizei, die natürlich nicht nur leicht rechts angehaucht ist in Sachsen, nicht immer möglich gewesen. Aber von daher, ja, natürlich war ich immer dabei. Aber die Frage ist, ob das was bringt, weil ich habe natürlich in letzter Zeit auch viele Artikel gelesen, dass diese Polarisierung, die wir in unserer Gesellschaft haben, eher nicht viel dazu beiträgt, dass es mehr Kommunikation miteinander gibt. Mhm. Also, und ich glaube, man sollte sozusagen diese ganze Rechts-Links-Sache vielleicht noch ein Stück weit aus psychologischer Perspektive betrachten, dass es halt einfach nichts ändert. Also ich ändere nichts damit, wenn ich Nazis raus oder Fußbreit den Faschisten, wenn ich das auf einer Demo brülle, das ändert nichts bei den Faschisten. Die fühlen sich eher noch bestätigt darin. Ja. Und deswegen kann ich jetzt mich toll als, ich war immer auf jeder Gegendemo abfeiern, aber geändert habe ich daran nichts. Ja. Das Einzige, was daran ändern kann, ist, was daran ändern kann, ist halt Bildung. Und zwar von klein auf. Ich finde es zum Beispiel wirklich unbegreiflich, dass es nicht an den Schulen Usus ist, dass es, zwei oder vier Stunden Politik in der Woche gibt, wo man gemeinsam Nachrichten guckt, liest, hört, miteinander vergleicht. Das versteht sich ja alles gar nicht von selber. Ja. Also das finde ich weit wichtiger als so manches andere, was auf dem Lehrplan steht. Ja, und dann irgendwie eine aktive Stärkung der Zivilgesellschaft und halt eine Entkriminalisierung von linken Strukturen. Also das passiert ja permanent, dass halt immer, wenn es irgendwie demokratische Initiativen gibt, dass dann halt gesagt wird, ja, ihr seid doch eigentlich nur Linke. Und dann werden die halt irgendwie so kritisch beäugt und Förderungen gestrichen und irgendwie alles so schwer gemacht, obwohl die halt die Einzigen sind, die sich ja Jahrzehnten aktiv gegen Nazis einsetzen. Und wo sich Chemnitz jetzt dafür abfeiern kann, dass sie letztens die große Nazi-Demo blockiert haben, der einzige Grund dafür sind halt Linksradikale, die halt dafür gesorgt haben, dass es eine Blockade gibt. Und das gilt ja auch für die Geflüchtetenarbeit, für die Ehrenamtliche und alles, was in den letzten Jahrzehnten dazu passiert ist. Das waren aus meiner Sicht alles Linke. Und da müsste halt in der Politik ansetzen und da irgendwie an dieser Kriminalisierung was ändern. Aber angesichts der Wahlergebnisse, die da kommen werden, wird es eher noch schlimmer werden als besser. Mhm. Von daher, ich bin nicht besonders optimistisch. Ja. Also stell dir mal vor, was passiert, wenn die AfD stärkste Fraktion wird nächstes Jahr. Und im Augenblick sieht das ganz gut aus. Sieht es so aus, ja, dass es so sein könnte. Ja. Dann werden die anderen Parteien irgendeine total schräge Koalition zusammenbasteln, um die an der Regierungsbeteiligung zu hindern. Wer weiß, da wird vielleicht sogar die CDU mit der Linken koalieren. Nein. Das wird aber die Leute noch wütender machen, weil sie das, weil sie das Gefühl haben, das ist ja schon wieder Wiener DDR. Ja. Egal, was ich ankreuze, das sind immer dieselben Nasen, die oben regieren. Und das wird es verschärfen. Ja? Und die Rechten denken eben nicht bloß bis zur nächsten Landtagswahl. Die denken weit drüber raus. Ja. Ja, die denken, würde ich sagen, was Deutschland insgesamt betrifft, sozusagen für die nächsten 3 bis 4 Legislaturperioden. Und vielleicht ist das paranoid, aber ich glaube, die wollen versuchen, das Ding hier zu drehen, in Richtung eines autoritären Systems. Also das ist, glaube ich, ein gesellschaftliches Problem, was sich über ganz Europa zieht. Ja. Das, wie man das in Griffe oder was der Staat da leisten kann oder was Gegenbewegungen leisten kann, wie die sich schützen müssen oder verteidigen oder angreifen müssen. Das ist, ich bin selber, was ich in meinem Bereich so sehe, dass man sich wenig an Konventionen hält.
dass man dort Grenzen übertritt und sich da bewegt und auch Erfahrung vorne. Ne? Es sind natürlich auch nicht alle Ärzte, die jetzt dort frustriert, zum Beispiel bei der Pegida mitlaufen, wirklich Hardcore-Faschisten. Ja, ja, genau, ne? das stimmt das so. Und ja, das merkt man auch, wenn man näher rankommt. Ja, und so. Aber trotzdem war der atmosphärische Eindruck derselbe. Ja, es war an dem Tag so, dass ich zu den Gegenveranstaltungen gehen wollte, aber nicht rauskam. Der Sonnenberg war abgeriegelt. Und so blieb mir erstmal nichts anderes übrig, als mir den Zug vom dritten Weg anzuschauen. Also, der erste Teil da von die Aufnahmung von DIY Church. Die Idee, das Konzept für Bad German ist, ich finde, dass es gibt irgendwie eine Lüge, eine Vakuum zwischen der Kultur des Working Class in Deutschland und sozusagen der britische oder englisch reden Kunstwelt sozusagen und auch in akademische Kreuze gibt es auch so eine Lüge. Ich würde sagen, dass insofern das Heimat der Problem oder der Hauptidee von der Working Class auf Deutschland sind, dann ist es ganz wichtig zu verstehen und ganz wichtig, verschiedene Perspektiven zu zeichnen. Es gibt hier. Kurz Moment. Es gibt hier der erste. Interview von Room 2. What? Okay, also dann, wie heißt du? Wie heißt dein Name? Also ich bin Kreuz, aber ich bin horizontal. Ich bin horizontal. Okay, und dann, also was denkst du dann über der... Vertikal. Manchmal sprich so doof, weil er will einfach Religion für alle Leute geben, also... Religion ist nur für uns, für unsere Tradition des deutschen Abendlandes und wir müssen nicht andere Land dazwischen reinmachen. Ja, und du bist in die riesige Theaterstück und wie bist du da in dieses Stück? Wie ist das passiert? Ich war so auf der Straße und ich war mit einem Mann. Der hat mich eingeladen, ein Stück von Ausländer zu gucken und ich bin da reingegangen und einfach, die haben gesagt Heimat und ich war so geil, wir gehen und Heimat und so. Und dann bin ich da reingegangen wegen Heimat, mein Heimat, aber das ist nicht so. Okay, klar. Das Kreuz heute für die Person ist nicht so wichtig. Heute für die Person ist Geld wichtig. Muss das Kreuz und Tradition von Deutschland wichtig sein. Das ist am besten, was wir machen können. Gott hat uns alles gute Sachen gegeben. Das müssen wir nutzen, um unsere christliches Dinge zu machen und zu respektieren, wie Bibel und Jesus Christi. Und wie alt bist du, müsste ich fragen auch. Kreuz seit Jesus geboren wird. Ich bin alt. 2018 Jahre bin ich alt. Okay, super. Und dann letzte Frage dann. Das ist ganz, ganz interessant. Und ich frage mich irgendwie, was für Holz sind sie? Also welcher Holz bist du? Bist du deutscher Holz? Bist du, ja. Ich bin, meine Rolle bin ich ein sehr starkes Deutsch, aber so bin ich ein wirklich, ich bin Ausländer. Tut mir leid für alle, die das nicht wussten. Und ich bin in Deutschland seit 3 Jahren und... Okay, vielen Dank. Der Kreuz von Heimat die Schnauze. Danke. Oh my-
Okay, das war ein Interview mit der Kreuz, der Horizontalstück der Kreuz, nur nicht der Vertikal von Heimat. Deine Schnauze, ich würde dann gerne zurück im Chemnitz sein, also ist nicht so oft, dass man sagt, aber hier sind wir nochmal, wir haben die Möglichkeit nochmal mit Markus irgendwie, wann er, als er war in Chemnitz, diese Interviews weiter zu hören. Also ich hoffe, dass das freut euch. Und dass wir irgendwie eine wichtige und stimmvolle Meinung finden. Genau. Vielleicht haben wir nie Stress gehabt oder Probleme, dass man sich unwohl fühlt oder irgendwas. Das hat sich eigentlich gelegt. Also ich sag immer, es ist so ein bisschen wie die Bronx von New York. Da wohnt halt alles, was so gesellschaftlich, oh Gott, was erzähle ich denn, gesellschaftlich nicht so anerkannt ist. Also wir haben eine soziale Schichtung von um die 14% Migranten leben hier. Das hat sich auch gewandelt. Das waren Anfang der 2000er überwiegend russische Migranten, die zurückgekommen sind. Und jetzt sind es halt, also es ist gemischt, wir haben alles auf dem Sonnenberg, so, das sind ungefähr, ich müsste jetzt auch schwindeln, wie viel Ausländeranteil wir haben, dazu habe ich jetzt keine Zahlen parat, ich weiß nur, dass 19% der Bevölkerung hier, irgendwie 4600 Menschen leben hier, dass Hilfen zur Erziehung beziehen oder Arbeitslosengeld und auf Stütze angewiesen sind. Also es ist ein sozial prekäres Viertel, wo die, ich sag mal, die statistischen Werte für alle Maße irgendwie drüber liegen. Ja? Ja, ja. So ein typisches Gänsefüßchen-Problemviertel. Ja. Ich persönlich halt viel von so einer Zivilcourage, von so einer, dass man auch die kleinen Dinge im Alltag irgendwie, also das hat ja jetzt gar keine große Medienwirksamkeit, aber dass man da versucht, sich irgendwie zu verhalten, auch mit ein bisschen Mut, mit ein bisschen, also es ist auch klar, das kannst du nicht machen, das ist, es ist, der Spielraum ist trotzdem relativ groß, der wird immer, warum immer, ich kann das so genau sagen, der wird oft, oder dieses voreilige Gehorsam oder diese Ausreden dafür, ne, das sind die Bereiche, wo ich persönlich das praktiziere ich zum Teil jetzt schon einige Jahre, wo ich gar keine schlechten Erfahrungen habe. Bis du wirklich wo rausfliegst oder körperlichen Schaden nimmst oder so, das kann sich mal verändern. Ich habe das jetzt, ich will jetzt nicht so die große Klappe haben, das ist toll und so, aber da ist noch ein ganz weiter Raum. Ja. Und auch diese, dass du auch vielleicht nicht so beliebt gesehen bist. Ja, also wenn du das überlegst, ich bin 69 geboren. Ich habe von DDR auf Mark, von Mark auf Euro, zwei Währungsunionen mitgemacht. Ich habe einen Staatszusammenbruch mitgemacht. Das ist da, ich sag mal, nach einer Zeit, ich will jetzt nicht sagen, gewöhnst dich nicht dran, so, aber nach einer Zeit wundert dich nichts mehr. Ja. Ne? So. Dann gibt es eine zweite große Empfindlichkeit, wo ich vermute, dass der Osten auch eine Art Avantgarde darstellt. Jetzt gar nicht in einem wertenden Sinne, sondern dass sozusagen Sachen dichter unter der Oberfläche liegen als anderswo. Die Leute hier, also zumindest alle älteren Leute, aber im Grunde haben die Kinder das ja auch noch stark mitgenommen, die haben ein System zusammenbrechen sehen, die haben alle möglichen Gewohnheiten zusammenfallen sehen, Sozialstrukturen kaputt gehen sehen, alles in historisch gesehen total kurzer Zeit. Sie haben Und gleichzeitig sind sie an den Kapitalismus angeschlossen worden, der ab den 90er Jahren im Grunde nicht mehr richtig prosperiert hat, sondern von einer Krise in die nächste geraten ist und der vor allem damit beschäftigt war, alle möglichen sozialstaatlichen Errungenschaften abzubauen. Na, das war total krass. Also
Das war also so der Verlust der DDR, das hat sich ja über das Jahr schon angekündigt. Ne? Da war ja diese Zwischenregierung da. Wie jetzt schnell so ruhig war, das auch nur wie, na, wir versuchen es mal, wir wissen aber nicht, ob es klappt. Ja, ja. Und das, genauso hat sich es auch angefühlt. Also da war quasi alles offen. Ne? Da haben auch Leute mit so Geldspielsystemen hier, also richtig viel Geld verdient, und auch Autohändler haben hier richtig viel Geld verdient, und also Grundstücksmakler haben hier richtig viel Geld verdient. Also das war, und man darf nicht vergessen, die ganzen Sachen, die mit der Treuhand passiert sind, ne? Dass die streckenweise ganze Betriebe komplett für 1 Euro oder 1 Mark damals noch verscherbelt haben. Nee. So, und also, puh, ne? So, das, die Probleme sind auch hausgemacht, das ist klar. Also, bitte, ne? Ja. So. Und das war einerseits ein Teil von der Goldgräberstimmung und ein anderer Teil auch von einer großen, also sehr großen Verunsicherung. Ich habe mehr und mehr den Eindruck, dass eigentlich diese Jahre nach der Wende in Sachsen, wie gesagt, aus eigener Anschauung kann ich es seit 2000 sagen, und das, was vorher war, muss ich mir so ein bisschen aus Erzählungen zusammensetzen, dass das eigentlich ein bisschen... Also wir sitzen hier mit einem von den ganz wichtigen Charakteren von der Stück, einem von den 2 Kartoffeln. Und also ich würde dann gerne also erste Frage stellen, wie findest du dann, also was ist deine Rolle in dieser ganzen Heimatsituation? Ne? Ja, also ich bin dafür da, dass alle Figuren und an ihren Positionen bleiben. Also dass Ordnung herrscht und dass auch keiner vergisst, wo er steht. Und ich bin sozusagen die Security-Kartoffel. Okay, das klingt seriös. Also wie konntet ihr dann erklären, wie bist du irgendwie in dieses Stück geworden? Also wie kommst du her, in dieses Stück zu sein? Ja, also wir, die Kartoffeln, wir sind sozusagen einfach dort, weil, ja, du weißt, deutsche Kartoffel, ne? Ich gehöre einfach zu Deutschland. Okay, danke. Aber es gibt viele, viele verschiedene Kartoffeln in der ganzen Welt. Also was macht eine besondere deutsche Kartoffel? Ja, also ich glaube, da musst du noch mal mit der kritischen Kartoffel drüber reden. Die weiß das besser als ich. Oh. Okay. Ich will dich nicht ärgern. Ich finde so deine Rolle in der Stück ganz stark und ganz klar und deutlich. Und was denkst du über die anderen Charakteren? Also wie spielt die für sie? Ja, die anderen, die spielen alle schon, ja. Die machen eigentlich meistens Krach, und ich bin so, mich nervt das immer, wenn es so laut ist, weil ich will ja, dass alle an ihrem Platz bleiben, und auf einmal ist dann da immer so ein Graune und Graunze, und ich gehe dann meistens lieber wieder weg. Okay, danke. Also würdest du denn besser als Pommes oder Ofenkartoffel, oder was kannst du sehen für deine Karriere danach, dieses Stück? Also mein großer Traum für die Zukunft ist ein klassisches deutsches Bratkartoffelgericht zu werden. Ja, danke. Okay, und für Kondiment, was ist für sich der beste Kondiment? So Ketchup, Mayo oder ein bisschen Salz, Pfeffer? Ganz klassisch Pfeffer und Salz. Pfeffer und Salz, okay, danke sehr. Ja, danke schön auch. Okay. Also es gab viele Themen in der Stück Heimat, deine Schnauze. Ich war ein wunderschönes Projekt. Also ich würde ein bisschen ad-lippen auf Deutsch jetzt. Und was besonders war, es gab viele Stimmen und viele Leute, die zusammengearbeitet und geschrieben haben, der ganze Skript. Und wir kommen dann später zum die historischen Kontext, welche Ideen und welche Geschichten wichtig für der Company war. Aber ich habe gerade gehört, dass der Interview mit der kritischen Kartoffel läuft, also in der nächsten Zimmer. Kommt das jetzt? Genau.
Also, der kritische Kartoffel. Vielen Dank, ein bisschen Zeit zu finden mit uns. Wir wissen, dass Sie sehr beschäftigt sind. Wir sind gerade in Probezeit. Und wir würden gerne wissen, so das Publikum würde gerne wissen, wie ist das eigentlich mit einer normalen deutschen Kartoffel zu mitarbeiten? Ja, sehr gerne. Machen wir lieben gern das Interview. Und mit einer deutschen Kartoffel zu arbeiten, ja, das ist ja gang und gäbe für uns, weil eigentlich sind wir ja diejenigen in der Minderheit, aber versuchen die Mehrheitsgesellschaft auch ein bisschen aufzuklären und versuchen ihnen ein größeres, weltbildlicheres Bild mitzugeben. Und ich denke, wir tragen da unseren Teil mit zu bei. Also würde es helfen, wenn ein bisschen Salz oder... Ja, auf jeden Fall. Also eine Kartoffel schmeckt als Kartoffel ja, wenn man sie kocht, nicht so gut, wie wenn man sie würzen würde. Es fehlt auf jeden Fall eine Prise Salz, so wie du erwähnt hast. Und auch andere Gewürze. Man kann ja auch mal was anderes ausprobieren, wie Koriander. Ja, und was dann über Zwiebeln und Möhren und so weiter? Kann man dann eine kritische Zwiebeln haben, oder? Ja, sicher. Warum kann man denn keine kritische Zwiebel haben? Es gibt weiße Zwiebeln, es gibt rote Zwiebeln. Die sind ja auch von der Farbe her schon aus dem Äußeren anders. Aber im Grunde sind sie ja dasselbe, genau wie wir Kartoffeln. Wir sind im Grunde alle Mitglieder der Familie Gemüse. Absolut. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Und also dann, der Frage ist auch immer, also besser als Pommes oder gebackene Kartoffeln im Ofen? Also ich persönlich mag gebackene Kartoffeln lieber, aber auch French Fries sind super und passen auch zu vielen deftigen Gerichten und gehen immer gut runter, schmecken dazu auch noch. Ja. Vielen Dank. Also ein paar Insights von der kritischen Kartoffel bei Heimat der Schnauzer. Vielen Dank. Wir fangen ganz neu an, reden wir nicht mal drüber, zack, zack. Ne? Das ist ja ganz einfach. So, dann kommst du auf eine Jacke, hängst wie die Friedenstaube, den Hitler weg, die Friedenstaube Picasso hin und alles bestens. Der Anwalt sitzt wieder da, frisch frisiert, andere Frisur und die Sache geht weiter. Ne? Dass man, das ist das ja oft, das kriegen wir jetzt wieder genauso. Ja. Ne? Guck dir die Infrastruktur an, ja, also die sowas wie öffentlicher Nahverkehr, der ist überall rückgebaut worden, aber er ist in den neuen Ländern besonders stark rückgebaut worden und das sozusagen von einem sehr hohen Niveau. Mhm. Ja, das ist ein Punkt. Dann kommt auch noch was dazu, dass nämlich
im Osten, glaube ich, eine Erfahrung gemacht worden ist, die im Westen auch gemacht worden ist, aber nicht so, auch eben nicht so rasch, nicht so krass, nicht so schnell. Nämlich die Entwertung der Rolle des Arbeiters. Als ich hier eingezogen bin in Chemnitz, habe ich gegenüber vom, in Hilbersdorf gewohnt, gegenüber vom Reichsbahnausbesserungswerk. Als ich nach Chemnitz gekommen bin, haben da noch, ich glaube, 1800 Leute gearbeitet. 1990 haben da 15.000 gearbeitet. 2005 hat da niemand mehr gearbeitet. 15.000 Leute, also eine Art Arbeiterkleinstadt. Mhm. Ja, also eine Kleinstadt, in der es eben, in der die Leute auch nicht einfach nur malocht haben, sondern in der es ja auch sowas wie Stolz gegeben hat. Denn es war ein Arbeiter- und Bauernstaat. Und der Arbeiter, ich will das gar nicht bewerten, aber der Arbeiter war schon so ein ideologisches Zentralgestirn dieses Dings. Ja? Und dann zu erfahren, du bist eigentlich nichts mehr wert. Du bist uncool. Die coolen Leute machen irgendwelche hochbezahlten Bullshit-Jobs in der Verwaltung oder in der Werbung oder sonst was. Die Entscheidung liegt bei uns, den User. Die Entscheidung liegt bei uns, aber den User. Also das, wo die eigentliche Wertschöpfung passiert, wo gebaut wird, wo konstruiert wird und sowas, das ist eigentlich das ist eigentlich nichts mehr wert, sondern wird sozusagen in der digitalen Bildungsgesellschaft 2.0 so mitgeschleppt. Wir lebten in Tagen von Zeichen und Wundern. Wo sind sie hin? Keiner sah sie gehen. Die ja, na wann, wenn nicht dann. Ne? Ja. Also ich ab und zu, wenn ich hier in meinem Garten stehe und Leute so gucken und die irgendwie, ne, wenn ich merke, ich kann es machen, dann rufe ich den zu, Bürger, lass das Klotzen sein, in den Garten reite ich ein. Ne? Ja. Und das kann man in dieser Situation halt mit Straße austauschen, ist halt ein alter Spruch. Geht aber immer. Ja, ja. So, also wenn man, was lästig ist, ist halt immer diese Unfähigkeit, mit der anderen Seite wirklich ins Gespräch zu kommen und wirklich über das Thema zu sprechen, das geht nicht, weil die sind emotional so verhaftet mit dem ganzen Thema. Nee. Da kommst du auf keine rationale Ebene mehr. Das bleibt in diesen emotionalen, deswegen kriegen die auch immer gleich Halsschlagader und fangen an, dich anzuspucken, wenn du mit denen redest. Ja, ja, ne? Ja. So. Es gab mehrfach in den Jahren, ich weiß gar nicht wie viel mal, jetzt 4 oder 5 Mal innerhalb dieser 6 Jahre, dass uns Scheiben eingeschlagen wurden. Es kam nie direkt raus, wer war das jetzt? Mhm. Also ich finde es irgendwie sehr schwierig zu verstehen, wenn die Deutsche so schnell rede. Ich habe das ein bisschen langsamer gemacht. Was passiert ist. Aber da wurde in Ermittlungen nie was festgestellt. Also weiß ich nicht. Man hat ja über den NSU eher so mitbekommen, dass sie gezielt gefördert haben, um sie angeblich kontrollieren zu können. Genau, und sie damit ja. Okay. Das meine ich. Ja, das. Ich meine, das ist ja eigentlich eine offene Wahrheit, also im Sinne von offenes Geheimnis. Dass man eben viel Geld da reingesteckt hat, um die zu buttern und dann scheinbar Kontrolle auszuüben, aber am Ende das Gegenteil passiert ist. Ist natürlich, weiß ich nicht, interessant, weil sowas würde mit linken Strukturen wahrscheinlich niemals passieren, dass man die irgendwie fördert, um sie klein zu halten oder um sie vermeintlich klein zu halten. Ich glaube, angesichts. Ja, ich finde diese Idee dann über eine offene Geheimnis ganz wichtig, auch zu Heimat deiner Schnauze. Also, die habe erzählt, also die redet über das Problem oder die sozusagen ökonomische Geschichte im Ostdeutschland nach der Mauer weg war. Und wie schlimm es sein kann für die Leute, die vorher hat Jobs und eine Leben, das nicht mehr existiert. Und dann, es hängt auch mit, wie Macht funktioniert im Chemnitz und in verschiedenen anderen Plätzen in Staaten in Deutschland. Was auch sehr wichtig ist, dann die Geschichte von vorne. Und ein anderes offenes Geheimnis sozusagen ist, also war eine starke Thema in das Stück auch, wie das Museum funktioniert im Kontext Heimat und Heimatgeschichte und Heimatideologie. Weil das Museum ist irgendwie das Platz, wo Wahrheit liegt.
und auch liegt von. Und dann, es gibt da in dem Museum dann das Kritik, dass die Objekte da, also wir haben von ein paar schon gehört heute, kann nicht, also die hat keine Möglichkeit, seine Geschichte selbst zu erzählen und sagen. Aber heute haben wir was anderes. Heute haben wir eine Geschichte gerade von der Kopf, nur der Kopf von Suleiman al-Habibi vom Musée Palais de l'Homme in Paris. Und es kommt sofort weiter mit der Geschichte von Suleiman al-Habibi. Also in welchem Museum dann bist du jetzt? Musée de l'Homme, das ist der Name davon, also Menschenmuseum in Paris. Okay, und wie bist du da gewesen? Also? Vor 200 Jahren, 18 genau, wurde ich getötet, also gefoltert und getötet, wegen meinem Kampf, wegen meiner Revolution, ich und eine Gruppe, die wir zusammen waren. Wir wollten wie andere Menschen, also normalen Frieden leben. Und wir wollten keine Kolonie oder kein Opfer zu sein. Wir wollten einfach frei. Also ich war erst in Aleppo geboren und dann wollte ich studieren auch. Das war meine Pläne oder so. Aber die Zeit war falsch vielleicht. Oder Ende von Osmanischen Reich, Anfang von Napoleon Bonaparte, wo die Franzosen die arabischen Länder eroberten und einfach besetzt wollten. Also ich habe entschieden, dass das geht nicht wie weiter. Dann bin ich nach Kairo gereist und da habe ich entschieden, ja, dass die Hauptgeneräle für die Franzosen, das Kleber war sein Name, dass er ist zuständig oder responsible von dem, was damals passiert. Habe ich mich als Bettler gekleidet und verkleidet und bin ich da gelandet in seinem Garten und habe ich auf ihn da gewartet und dann habe ich ihn getötet. Versuchte ich mich zu verstecken, aber trotzdem, sie haben mich festgenommen. Ein paar Stunden später und sie haben mich schon schlimm gemacht und gefoltert. Wer und was? Und sie haben alle Freunde, die bei mir waren, hergebracht und gegenüber meinen Augen. Also sie haben ihn alle getötet und sie haben mich geforst, also das zu sehen, wie sie sterben. Mhm. Und sie haben mich aufgehängt. Sie spitzen mich auf und verbrannten meine rechte Hand. Aber ein Soldat von den Franzosen hat Mercy in seinem Herz oder wie ein bisschen gefunden. Er wollte, dass ich schnell sterbe. Danach haben die Franzosen selber nur den Kopf genommen, meinen Kopf und meinen Dolch. Also mit dem Messer auch. Mit dem Messer, ja, ist die zum Museum hergebracht. Und sie haben nur geschrieben, das ist ein Verbrecher. Also ohne Name, ohne Geschichte zu erzählen, das hat mich also groß verletzt. Das ist nicht mein Ort, das ist nicht mein Name. Ja, danke. Also ganz wichtige Geschichte. Das finde ich, die Leute müssen auch, da sollen die Wahrheit wissen. Es ist ihren Recht, also alles, die Wahrheit zu wissen. Ja, und das ist die Geschichte uns europäischer Leute auch. Ne? Ja. Das ist von uns beides. Es ist so viel, so viel wurde verändert und die Leute hatten keine Ahnung. Und dann, also du bist irgendwie falsch beschrieben im Museum. Wie ist es dann, jeden Tag die verschiedenen Leute zu sehen? Touristen sind immer da. Also, ja, das ärgert mich immer, so jeden Tag. Also, warum wurde nicht die echte Geschichte, wenn ich da sein muss oder soll, warum nicht die echte Geschichte wurde geschrieben oder beschreibt? Warum nur ein Wort und es ist fertig? Und die Leute lernen das auch falsch. Okay, also wir können die anderen Charakteren hören jetzt. Also es ist ziemlich laut. Wir müssen irgendwie dieses Interview zu einem Ende machen. Aber ich würde dich danken und wir sehen, was jetzt später passiert heute. Danke dir, Suleiman al-Habibi von der Stück Heimat deine Schnauze. Also herzlich willkommen in Bad German, wenn euch gerade uns mit sind. Das heißt, bei German, es gibt viele Gründe, warum ihr euch kann ganz klar verstehen oder nicht, wie schlecht Deutsch sein kann und wie schlimm es ist. Also Aussprache. Ich würde nicht aber eine volle Schlag über der ganze Deutschland machen oder schlagen, aber ich finde es ganz wichtig, dass
mit der Diskurs und unsere Forschung irgendwie vorbereitet für die Zukunft und was heute in der Rechtsextremismus läuft, neue Perspektiven zu haben vielleicht, oder vielleicht die Perspektiven, dass wir nicht hören, die sind viel. Der letzte Stück war über eine offene Geheimnis sozusagen, und dann haben wir irgendwie Wende zu dem Museum und diese sort of Geheimnisse, nicht erzählt Geschichten sozusagen, aber was keine Geheimnis ist, dass wir leben in einer Patriarchie, ne? Und dass Frauen sind immer kämpfen für mehr Recht, und das ist nicht eine neue Geschichte eben. Der nächste Interview von Room 2, also gerade live, ist von einer Frau, die eigentlich nicht kochen kann. Also sehr, sehr stark und Spaß und seriös gleichzeitig in der Stück war auch. Also danke Roisin, danke die Alum von Theater X. Und das ist, also mein Produzent hat gesagt, das ist irgendwie jetzt, das ist live jetzt. Sie sind hier. Also du bist Koch. Was ist deine Rolle in dieser ganzen Heimatsache? Also ich bin eine Frau, die... Ich bin eine Anwältin, aber dann gehe ich so zu einer Kochshow, obwohl ich nicht kochen kann. Und dann ist so, dass ich dann mit Hilde, meine Kollegin, so über Männergesellschaft und Paragraf rede und Gesetze mit ihr, ja, gegen die Männer und die Geschichte von Frauen in den 50er Jahren. Ah, okay. Was ist deine Perspektive über, zum Beispiel, es gibt einen Mann auf dieser TV-Show auch? Mhm. Ja, es ist so, dass wir wollen unsere Gesetze, Frauengesetze, selbst bauen, nicht, dass die anderen Leute von uns einfach Regeln oder Gesetze machen und wir nur einfach die folgen. Was kocht ihr für der TV-Show? Also meine Kollegin Anna, sie kocht so einen Teig, aber sie wird richtig kochen, weil ich bin ja diejenige, die nicht kochen kann. Ich würde nur einfach alles mischen und nicht ganz etwas Richtiges kochen. Was ist der Verbindung dann zu Heimat? Weil könnten wir erklären, der Verbindung zum der Film Grün ist die Heide, meine ich. Gibt es eine Verbindung da? Oder? Ja, natürlich, weil ist ja das Frau aus der 50er Jahre ist verbunden mit Heimat. Weil damals haben die Politiker, also das Heimat, die Gesetze durchgeführt und die Frauen mussten einfach das tun, was sie wollten und nicht mal das machen, was sie eigentlich lernen wollen. Danach der Zweite Weltkrieg, es gab mehr Frauen wie Männer, ne? Also die Männer waren immer, also sie waren alle im Krieg und auch in Großbritannien auch. Es war dann ganz wichtig für die Männer, dass die Frauen normale, traditionelle Rolle spielt. Nochmal. Und dann, das heißt, die musste nochmal im Küche sein, die musste die Kinder kümmern und so weiter. Es ist eigentlich bis jetzt so, dass die manche Menschen wollen, dass immer noch Frauen nur kochen und sich um die Kinder kümmern und so weiter. Ja, und deshalb, wir machen die 10, damit wir beweisen können, dass wir nicht nur kochen können, sondern auch arbeiten und selber leben können. Okay, und dann, also vielen Dank dann, der Koch von der TV-Show in Heimat die Schnauze. Ich als Nazi, ich würde nie, ich hasse es. Ich hasse es. Aber ich glaube ich hätte nicht. Es nie zugelassen. Ich glaube dir nicht. Ich hätte es nie zugelassen. Ja? Ich glaube dir nicht. Kinder! Du bist Kinder! Kein Nazi. Du bist kein zu töten! Nazi. Du bist kein Nazi. Verstehe mich das! Ich verstehe, du bist kein Nazi. Ich glaube natürlich dir nicht. Bin ich Nazi. Ich glaube dir nicht. Ich bin Nationalsozialist. Ich glaube dir nicht. Ja, für mein Vaterland. Für meine Kinder, für meine Enkel, du hast alles. Du hast gerade mich umarmt. Ein Nazi macht das nicht. Das spielt doch keine Rolle. Doch, das ich spielt doch keine Rolle. Vollidiot. Nee, du bist ein Mensch. Kapierst du das nicht? Du bist ein Mensch. Aber Alkohol bringt dir komische Ideen.
aber ohne Alkohol hast du mich umarmt. Wo das müsste ich ein bisschen verdrängen. Ne? Sonst ja, ja, nee, klar. Dass man nicht die ganze Laune verliert. Irgendwie. Du musst ja damit umgehen. Ich gehe da auch ran. Er hat bis jetzt keinen großen Ärger gekriegt. Also so, ne? Also, ne, weil man denkt, das geht gar nicht. Ich gucke mir das auch gerne selber an. Ja, ne? Und bin gar kein Medienfreund. Auch in andere Ausländerbereiche oder in andere, was ich vorhin sagte, hier Mittelstandsrunden, da persönlich Kontakt zu haben und so. Ich sage mal Gesellschaftskunde, wie dieses Unterrichtsfach. Ja, interessiert mich einfach. Und ich misstraue den Medien generell, aber schon lange, das ist gar nichts Neues. Ich glaube, das hat auch eine Tradition der DDR. Dass man halt, ich bin auch so aufgewachsen, dass man halt, was das Westfernsehen bringt, die Westmedien bringen, ist auch nicht ganz das, was das im Osten bringt, ist auch nicht ganz das. Es ist gut, wenn man beides kennt. Das so bin ich und dann so ist man immer, so bin ich und das ist, glaube ich, ganz hilfreich. Für mich auch so. Ja, ja. Dass man sich nicht so viel, ich muss so Bildtitel oder so Bilder, wer die Vergangenheit liebt, braucht sich in Zukunft nicht zu wundern oder so. Oder irgendwie solche von der Tendenz her. Ne? Gerade mit dem Bild von Marx. Ne? Ja. Und da darunter dann eben noch Transparente gegen Linksfaschismus und zahllose Posts, die sagt, das ist eine faschistische Regierung. Also wir sind die wahren Antifaschisten. Wir sind der Widerstand. Da geht sozusagen alles durcheinander, aber eben auf eine unglaublich wirksame Art und Weise. Und da stimme ich dir auch völlig zu. Ja, solche Bilder, die haben eine ganz andere Wucht als irgendwelche Politiker-Statements. Ja, das ist halt die Krux an Medien. Ne? Also wer hat das gesagt hier? Jede PR ist gute PR. Also es ist eigentlich egal, was der Inhalt ist, aber also Klickquote zählt halt, ne? Wie oft du auftauchst. So. Und das, was die Leute dann lesen, das bildet halt dann dein Image so. Und aber du erreichst auf jeden Fall erstmal mehr Leute, wenn dann wieder steht, hier Nazis haben was gemacht. Und das geht ja, wenn du wirklich die ganze Statistik veröffentlichen würdest, das würde jeden Tag 2-3 Mal, würde es irgendwo eine Meldung aufploppen. Ne? Also, wesentlich, das hat sich geändert. Das war früher, es wurden Brandanschläge auf Asylheime gemacht, aber es war erstens nicht so flächendeckend. Es war mal an 2-3, also Hoyerswerda, Lichtenhagen. Ja, also das hat es früher auch gegeben, wie gesagt, aber wenn, dann waren das mal so einzelne Sachen und dann hat sich die Menge noch empört. Ja. Ne? So, da fällt mir ein, wir hatten 1900, ich glaube es war 96, ich bin mir nicht ganz sicher, es kann auch 97 gewesen sein oder später. Da wollte die NPD einen Aufmarsch machen durch die Stadt und es waren auch angekündigt irgendwie, also viele, ne? Ja. So. Und da gab es ein mediales einen Aufruf, da gab es eine Initiative, die sich gegründet hat aus Journalisten, Künstlern, Stadträten, die beratschlagt haben, wie man dem am besten entgegentreten kann. Und dann wurde halt gesagt, okay, dann machen wir halt auf der ganzen Route, wo die gehen wollen, zwar so der Innenstadtring, machen wir eine Menschenkette und wir fassen uns alle an den Händen. So. Und das haben wir halt mit organisiert und das lief gut mit DGB nur noch zusammen, ne? Und da waren 6500 Leute da. Ja. Und das waren keine Linken oder keine Extremen, das war einfach nur Mitte, ne? Die gesagt haben, nee, das geht ja nicht, das geht nicht. Es gibt eine, also vielen Dank, ich würde sagen, für die letzte Stunde zuhören. Es gibt eine letzte Geheimnis, das wir haben und das unser Charakter Agent Jaffa wird besser erklären. Dann gibt's einen Moment kurz ein paar Thank Yous zu sagen und dann das war's. Danke sehr. Ich heiße Jafar Barakat, habe jetzt neulich einen Job hier bekommen im Museum. Ich bin woanders geboren, in die Nahosten, Mittlere Nahosten, arabische Welt. Ich weiß nicht, wo wir Ureltern, was weiß ich, herkommen. Das ist mir wurscht. Auf jeden Fall nicht in Deutschland, weil mein Akzent scheiße ist. Deswegen, also. Was ist der Beseitigung dann zwischen
dein neues Job im Museum, hast du gesagt. Mhm. Und diese Ideen von Heimat, dass wir überall in Deutschland nochmal sehen. Also ich stimme überhaupt nicht über diese Ideen von Heimat und das finde ich scheiße. Aber ich mache diesen Job erstmal, weil ich das gemacht habe und das studiert habe und alle Geschichten, die Objekte kenne und noch mehr forschen will und lernen will und liebe die alle, jede einzelnen Objekte, die in dem Museum sind, weil es ein bisschen schwierig ist. Es ist nicht so einfach, die ganze Realität auf einmal zeigen, nicht nur die Realität, deren Perspektive nur zeigen sie. Also man könnte dann sagen, der Publikum sind irgendwie seine Forschungsobjekt. Oh. Ja. Mhm. Wie ist es, mit einer Kartoffel zu arbeiten? Nervig. Es gibt zwei Kartoffeln, die kritische Kartoffel und die deutsche Kartoffel. Die deutsche Kartoffel ist so, diejenige, der immer meckert und versucht, die ist ein bisschen dumm und blöd und versucht nur ihre Heimat, Idylle, Ideologie zu zeigen, dass sie nur deutsch ist und Sesshaftigkeit hat und ist und die ganze Zeit hier war und was ist das, wir und wir, immer diese wir und diese anderen, diese Othering. Als Forscher und als Geheimagent, was ist deine Bezeichnung zu der Presse, was denkst du über die Medien? Ich hasse die Medien. Die sind nicht, als Kamera soll nicht nur ein Kamera sein, ein Auge sein, sondern ein weißer Auge. Okay, und dann letzte Frage. Wie ist es jetzt zu kommunizieren mit deinem Team durch das Internet, durch Signal, durch Telegram und so weiter, post-Cambridge Analytica sozusagen? Das ist heutzutage sehr kompliziert, weil alles beobachtet wird. Also es ist top secret eigentlich, wir machen sehr altmodisch. Also manchmal mit Tauben Message-Briefe, diese vor 100.000 Jahren. Wir versuchen total viel wie möglich ein bisschen geheim zu bleiben, um die Mission zu schaffen. Vielen Dank, Agent Jaffer, ein bisschen Zeit für uns zu finden, gerade auf der Seite von Heimat die Schnauzer. Danke sehr. Dankeschön, natürlich, gerne. Also, das war sozusagen uns heute. Ich würde euch sehr bedanken und es gibt nur ein bisschen Zeit, ein paar Shoutouts zu machen. Also ich würde gerne sehen, ob ich das tun kann. Also danke zum TheaterX, danke zum ZKU, danke zum 109 Radio und die alle, das möglich macht. Danke zum Jasmin, danke zum Dahlia, danke zum Diallo, Ahmed, Robert, Veronica, Nils, Moyad, Mohammed, Habudi, Abudi, Mayada, Steffi, Kati, danke zum Kuj natürlich. Danke zu, die alle ich vergessen habe. Ich habe probiert, das war Bad Deutsch. Danke sehr, ciao. Marching by the side, marching across the fields, where a million fascists died, you're bound.